Ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einer Videoanalyse, und zwar gibt es ein neues Video zu Kislev. Und ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt mal rein. Und wir sehen hier vorne auch schon eine neue Einheit, nämlich diesen Eiswolf mit ein bisschen Schmuck drumherum. In diesem Sinne, let's go. Wir Sehen hier schon Streitkolben für Kisleviten. Das haben wir vorher noch nicht gesehen. Behold the unyielding motherland. Schöne Stadtskins übrigens. Through the teachings of the great orthodoxy, this world's end is kept at the bay. Our mothers and fathers. Hier haben wir einen Ursulnpriester mit einem Banner. Brothers and sisters. Dann haben wir den Eiswolf vom Thumbnail. Okay, der hat offensichtlich einige Spezialanimationen. With the strength of Ursan, the mighty bear god, and the ja, Katharina hat auch einige Spezialanimationen. Power of winter itself. Hier sehen wir nochmal die Strelz hier mit den. Wie nennt man diese Waffe eigentlich? Ist das eine Achsenmusket oder was soll das sein? Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Chaosbarbaren für Korne. Und natürlich den. Na, was ist das hier? Es wird wahrscheinlich irgendein Held sein auf dem Eisbären. Sehr geil, Kriegswagen, die mit Bären gezogen werden. Absolut top. Besser geht es nicht. Es gibt eine Mod von Kislev für Total Warhammer 2. Da haben die noch Räder und Pferde, aber das hier, das ist ja wohl mal sowas von geil. Ja, super, top. Es war nur ein übliches Promotion-Video, aber wir konnten dennoch einiges Neues sehen. Hier unten steht jetzt auch nichts Neues weiteres. Ja, mehr News wie immer am Sonntag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Abo und Liken, genau. Auch bei mir, wenn es geht. Und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Video oder im Livestream. Und mehr News wie immer am Sonntag zu den Warhammer Fantasy Gaming News.